Also, liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Klaus Mindrup, ich bin 49 Jahre alt, studierter Diplombiologe und ich stehe das erste Mal heute hier vor euch und ich muss sagen, es ist eine Ehre, dass ich hier heute stehen kann und ich nehme das sehr ernst. Seit meiner Aufstellung bin ich schon regelmäßig auf der Straße und es ist ein Thema, was mir die Menschen immer wieder entgegenbringen, das ist das Thema Miete, Miete, Miete. Und ich sage den Menschen dann, meine Position ist so klar, dass sogar die Zeitschrift Grundeigentum, das ist das Propagandaorgan der Haus- und Grundstückseigentümer, mir eine eigene Kolumne gewidmet hat, meiner Aufstellung. Die haben dort geschrieben, Mindrup ist ein strammer Linker, der sich für die Mietendeckelung und Rekommunalisierung einsetzt und zur Pankower Investoren-Schreckbrigade gehört. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist natürlich starker Tobak. Was mich am meisten dabei verwundert, ist, dass die denken, dass mir sowas schadet. Das nutzt mir natürlich. Und ich werde demnächst mal beim Haus- und Grundstückseigentümerverband vorbeigehen mit einer Flasche Krimsekt und einer Kiste Kuba-Zigarren und mich ganz herzlich für diese Unterstützung bedanken. Aber seien wir ernst, das Thema ist ja auch ernst. Kürzlich ist ein Rentner nach einer Veranstaltung zu mir gekommen und hat mir Zahlen gegeben und er hat aufgeschrieben, wie in seiner Familie sich die Lebenshaltungskosten entwickelt haben und das Einkommen. Von 2000 bis 2010 ist das Einkommen auf 111% gestiegen, die Miete auf 159% und die Heizkosten auf 270%. Und der Mann hat mich gefragt, wovon soll ich denn demnächst mir mein Essen kaufen, wenn diese Entwicklung so weitergeht? Deswegen bin ich auch so zufrieden mit unserem Wahlprogramm, mit dem Schwerpunkt auf soziale Gerechtigkeit, Mindestlöhne, gute Löhne für gute Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und vor allen Dingen, dass wir die Mietenbremse beschlossen haben. Allerdings denke ich, und da bin ich auch zufrieden, dass wir hier in Berlin auch ein Mietenbündnis beschlossen haben, aber wir sollten das, was in unserem SPD-Wahlprogramm steht, für die für die allgemeine Bevölkerung, das sollte auch für unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften gelten, auch die sollten zukünftig die Miete nur um 10% erhöhen könnten bei Neuvermietungen. Im Augenblick ist das noch anders. Da muss die Praxis besser werden und wir müssen auch Fehlanreize aufheben. Ich habe mitbekommen, dass die Manager von städtischen Gesellschaften teilweise Vergütungen bekommen, Boni bekommen, wenn sie einen hohen Gewinn einfahren. Nein, die sollen hohe Vergütung bekommen, wenn sie Mieten für sozial Schwache und für den Mittelstand zur Verfügung stellen und die Mieter zufrieden sind. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin seit langem in der Genossenschaftsbewegung aktiv, bin seit 10 Jahren Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe. Die Bremer Höhe ist eine Basisgenossenschaft, eine Genossenschaft von unten. Ich lebe selber in der Selbstbaugenossenschaft, die ist noch 10 Jahre älter. Meinen Strom bekomme ich von der Stromkreisgenossenschaft. Wir haben ein eigenes Blockheizkraftwerk und kaufen den Rest bei den Stromrebellen in Schönau ein. Und ich bin natürlich auch Genosse einer Volksbank. Es gibt schon Leute, die sagen, ich sei ein Genossenschaftslobbyist. Ich finde, das ist auch ein Ehrentitel, genauso wie die Bezeichnung von den Bezeichnung der Vermieter. Meine liebe Genossinnen und Genossen, ich bin auch lange aktiv in der Umweltbewegung, habe mich für erneuerbare Energien eingesetzt, für Windkraft, als noch keiner daran geglaubt hat, dass Windkraft etwas Vernünftiges ist, oder wenige, 1985, seit 85 bin ich dabei. Und ich möchte dieses Thema auch im Bundestagswahlkampf einbringen und vor allen Dingen auch darauf achten und im Bundestag, dass das Thema auch sozial gerecht geschieht. Der Wahlkampf bei uns in Pankow wird ein harter Wahlkampf sein. Er hat auch hart angefangen mit den Gegenkandidaten der anderen Parteien. Aber ich bin eine Hausgeburt und eine Hausgeburt ist zäh. Und ich werde mich dort, denke ich, gut durchsetzen und auch standhaft sein und hart kämpfen für unsere Sache. Ich habe 20 Jahre Kommunalpolitik auf dem Buckel und ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision. Ich bin 1982 im Oktober in die SPD eingetreten, an dem Tag, an dem Helmut Kohl Kanzler geworden ist. Damals wurde das Schüler-BAföG abgeschafft und das Privatfernsehen eingeführt. Das war das Signal, Leute von meiner Herkunft, sozial Schwache, braucht man nicht. Wir wollen nicht, dass ihr studiert und dass ihr nach oben kommt, dass ihr einen intellektuellen Beruf macht. Das ist für die, die es immer schon gemacht haben. Und ich möchte dabei sein, wenn die Ziehtochter von Helmut Kohl abgewählt wird und voller Freude meine Stimme für Peer in die Stimmurne werfen und dafür sorgen, dass er Kanzler wird mit eurer Unterstützung. Und Boris,
Ich werde dann auch einen Schlips tragen und Marc, ich werde dann auch mehr lächeln, weil ich finde, die Zeiten heute sind nicht unbedingt immer so zum Lächeln da. Ich verspreche euch vollen Einsatz. Gemeinsam werden wir es schaffen. Die Pankower Genossinnen und Genossen sind engagiert. Wir kämpfen auch für jede Zweitstimme, damit die Liste weit zieht. Und ich bedanke mich für eure Unterstützung und bitte euch um eure Stimme. Gemeinsam geht es voran. Glück auf!